Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ach du Scheiße. Ja, ich bin nicht direkt von der Folge in die andere gegangen, von der letzten. Ich hatte die Maus-Sensitivity noch nicht ganz so, wie sie hätte sein müssen. Und ja, wir sind diese Folge hoffentlich endlich in der Lage, hier in Staxel unsere Kürbisse zu ernten. Wächst prächtig, fuck. Wir haben noch einen Tag vor uns, in dem wir Kürbisse ernten können. Rosi, was sagst du dazu? Klar, Rosi hat Hunger. Warum auch nicht? Rufus, du hast sowieso Hunger, ich weiß. Aber Rufus, sollten wir eigentlich genug Futter dabei haben, um ihn die nächsten 50 Tage am Leben zu halten? Warte, ich will wissen, ob er gesund ist. Oh, frisst er nochmal. Ja, gönn dir. Rufus ist mürrisch. Rufus, du brauchst mehr Futter, sagst du. Hier, Rufus, ess was. Ja, geh. Das heißt, wir müssen mit dir spielen jetzt, Rufus. Ich kenne dich doch. Rufus, wir werfen das Bällchen und du holst es. Warte, wo ist unser Regal mit unseren Bällen? Ich wollte eigentlich nur einen haben. Gut, ich werfe auch zwei, das ist mir relativ egal. Und habe immer noch den pinken Brief, wo ich nicht mehr weiß, wem er gehört. Rufus, guck mal. Rufus, guck mal hier. Guck mal hier. Ja, ein Bällchen. Jetzt rennen wir vor Rufus weg und gießen unsere Pflanzen. Guck mal, Rufus, hier ist noch einer. Der Hund ist beschäftigt. Und aber morgen müssten die ja eigentlich reif sein. Also wenn nicht, weiß ich auch nicht mehr, was ihnen noch helfen kann zu reifen. So, komm schon. Rufus, bist du jetzt immer noch mürrisch? Rufus ist schon wieder geflüchtet. Der alte Alien-Freund. Komm schon, wir gießen alles, was man gießen kann. Dam, 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 dam. Wuhu! Wir sollten nicht mehr so große Felder anbauen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, ja, mit kleineren Feldern macht man halt auch nicht so viel Geld auf einmal. Und selbst wenn wir jetzt sagen, gut, wir machen mehr verschiedene Pflanzen, dann haben wir trotzdem immer noch insgesamt viel zu gießen. Und ja, wir können natürlich auch umsteigen, sagen, gut, wir beklauen die anderen Leute hier in der Stadt. Aber das finde ich, muss nicht sein, ja? Geht auch ohne Klauen. Ich frage mich nur, ob es hier reicht, wenn man halt die Kürbisse wässert oder ob man halt die andere Pflanzenteile auch wässern muss. Aber ich weiß nicht, ob wir das jemals erfahren werden. Mildred, was geht ab? Ja, du bist gut gelaunt. Das finde ich schön, Mildred. Da können wir gleich mal gucken. Gibt es da auch Milch? Ja, und ein Häufchen hast du auch gemacht. Sehr schön. Okay, wir haben kein Hühnerfutter dabei. Ida, was geht bei dir ab? Ida ist Ida, gar kein Problem. Ich besorge dir was zu fressen. Wir haben ja genug Futter da. Wo ist unsere andere Kuh? Hühnerfutter nehmen wir auch mit. Rufus, bist du mittlerweile besser gelaunt? Rufus? Rufus? Rufus ist immer noch mürrisch. Rosi ist hungrig. Guck mal, Rosi. Ganz speziell für dich. Habe ich da was mitgebracht, meine kleine Rosi? What the fuck, war das unser letztes? Ja, Ida, du kriegst doch nichts. Das tut mir leid. Das hat Gründe. Rufus. Wollen Ball. Wo ist Rufus hin? Ist Rufus etwa im Haus? Rufus, du bist ein Straßenhund. Hier, hol den Ball. Wir müssen erst. Mildred. Annabelle. Sind Sie mir jetzt sagt, ich hab Hunger? Ah, nee, ist lebensfroh. Nein, Mildred, wir bleiben alle hier drin. Rufus, hast du einen Ball für mich? Ja, hast du. Guter Hund. Und wir haben im Austausch dazu ein bisschen Geld, um Futter zu kaufen. Ich will sie nicht zerbrechen. Bienen brauchen noch 2 Tage, um Honig zu machen. Und wir dürften theoretisch jemanden neuen hier haben. Einen Mitbewohner für Cecile. Erin.
Oder wie er hieß. Kurz mal auf der Map gucken. Da vorne ist ein Geist. Da ist Cecile. Noch ein Geist. Oh, ich glaube, es ist eine Sie. Um natürlich hier genderneutral zu bleiben. Wir wissen natürlich immer, es sind entweder Männer oder Frauen. Und wir machen da überhaupt keinen Unterschied. Aber bevor wir uns Irin angucken, kaufen wir ein bisschen Hühnerfutter. Wir müssen ja unsere guten Hühnchen auch füttern. Vor allem die Ida, die hat jetzt auch Hunger. Ich muss rauskriegen, ob man diese Tiere irgendwie locken kann, weil es geht mir gegen den Strich, dass die Annabelle da hinten rumrennt. Ich meine, die ist jetzt schon... Warte. Die ist jetzt schon... Warum sehen wir die jetzt nicht? Genau, da drüben. Und das geht halt gar nicht. Und der Oscar treibt sich wieder bei uns rum. Das geht halt auch gar nicht. Oscar, was soll das? Genau, putz du mal ein bisschen. Das ist okay. Wir wollten Ida füttern. Ida, guck mal hier. Futter. So. Dann stellen wir das Futter rein. Gleiche Taste. So. Das Hundefutter stellen wir auch rein. So. Und das Trogfutter stellen wir auch rein. Wir haben keinen Platz mehr dafür. Wir stellen das Trogfutter nicht rein. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal gucken, was bei Erin abgeht. Weil, ja, viel mehr können wir gerade nicht machen. Außer halt weiter bauen. Aber ich will eigentlich nur, dass der Tag rumgeht und wir schlafen können, um morgen Kürbisse zu ernten. Um die Kürbisse der Ria zu bringen. Um darum wiederum nice einen Scheiß mitmachen zu können. Schöne Kürbislanternen, Kürbiskappe. Rosemary? Rowan. Schön, dich zu sehen, Yogi Bear. Was kann ich heute für dich tun? Ja, ist eine gute Frage. Was gibt's Neues? Angeblich hat Jamie ein paar Schwierigkeiten. Aber ich habe hier doch auch den neuen gesehen, die gruselige Stalker-Braut. Habe ich hier nicht einen gesehen? Jetzt ist es da hinten hin. Wir verfolgen es. Es kann uns nicht entkommen. Angriff! Ja. Iris. Oh, du bist ein Käferfanger und ich würde behaupten eine Frau. Wow, der hätte ich dich ja beinahe überfahren. Du musst neu in der Gegend sein. Nein, du bist neu in der Gegend. Ich bin Eris. Skateboards und Käfer sind mein Ding. Versuch mich irgendwann mal. Ich habe dein Haus gebaut. Du bist nicht... Du bist die Neue. Ich bin nicht... Ah. Aber gut, das ist in Ordnung. Wir chatten nochmal mit Ria. Wenn du ein Geist umherwandern siehst, vergiss nicht, ihn zu grüßen. Mia! Wenn du hartnäckig genug bist, erzählt er dir vielleicht etwas über sich. Was kann ich heute für dich tun? Genau. Was soll ich basteln? Was brauche ich für eine Pumpkin-Kappe? Gut. Gut, wenn ich ihr Kürbis bringe, bringt sie mir bei, wie ich die Laterne mache. Ich meine, wir könnten auch einfach diese Kürbislaterne nehmen und ihr geben. Aber das machen wir nicht. Wir machen das ordentlich. Wir stellen die wieder hier hin. Hübsches Ding. Hübsches Ding. Haben wir ein Rezept für eine Kürbislaterne? Bauhaus, dies, das, jenes, Latten. Ja. Bauhaus, dies, das, jenes, Latten. Und kochen werden wir die ja wohl nicht. Wir brauchen Zuckerrohr oder drei Zuckerrüben. Alter, wir haben relativ viele Achievements mittlerweile. Das? Haustier halten. Binde 100 gemischte Samen. Was ist das? Ernte. Samenhersteller. Kuh. Melke eine Kuh. Melke 100 mal eine Kuh. Hier sind Schafe drin. Platziere 1000 Blöcke. Wir brauchen Bodenplatten übrigens für unsere Scheune. Weil ich weiß nicht, ob Bodenplatten da das Richtige ist. Wir haben übrigens jetzt einen käferfangenden Skater hier. Schon also merkwürdig. Und Cecile sammelt mal wieder Dinge. Hi. Ich habe seit Wochen nichts gehört.
Der Bürgermeister hat mir versprochen, sich alle Unterlagen anzugucken. Es wurde doch nicht etwa abgelehnt. Begreifen Sie denn nicht, wie gut die Implantate für das Dorf wären? Nee, scheinbar begreifen Sie das nicht, Cecil. War schön, mit dir zu reden. Oh, tschüss. Manchmal macht die Frau mir ja so ein bisschen Angst. Aber gut, nur manchmal. Ich versuche die Kuh jetzt. Mildred? Komm her. Mildred? Komm her. Mildred? Komm her. Guck mal hier. Komm her. Komm mal hier. Hier, komm mal näher. Kann ich die schieben in irgendeiner Form? Ich treibe die Kuh. Ich treibe die Kuh. Komm, auf. Komm mal her. Kann ich die mit dem Ball locken? Gut, Mildred holt jetzt keine Bälle. Was ist auch irgendwie logisch. Annabelle. Die driftet immer weiter ab. Wie kann ich die denn locken? Ich muss sie doch irgendwie dazu bringen, hier zu bleiben. Na, wir können das Schild aber mal umstellen. Das Scheunenschild. Machen wir einfach mal hier hin. Ja gut, auf die Blumen können wir es nicht stellen. Ah, hier die Blümchen mal weg. Flupp. So. Alle Bedingungen erfüllt. Dach. Irgendein Block. Der fehlt. Das ist kein Block. Muss man einfach mal so erwähnen, das ist kein Block. Aber gut. Wir haben doch bestimmt noch Holzblöcke. Da wollten wir eh ein paar oben drauf bauen. Ich schmeiß mit Bällen währenddessen ein bisschen durch die Gegend. Weil dann könnten wir jetzt sagen, wir machen die nächste Reihe. Machen wir hier aus Holz, weil es ist ja eine Scheune. Okay, das klappt nicht so schön. Ich kann jetzt rückwärts laufen. Der blendet einfach überall das Holz. Aber das tut er scheinbar nicht. Aber passiert, ne? So, was sagst du jetzt dazu? Any blocks fehlen. Gut, dann halt nicht, ne? So. 3. Oh, ich muss da irgendwie hochkommen. Kann ich auf Büsche hüpfen? Nein, aber auf das Schild kann ich hüpfen. Ja. 1, 2. Und dann fangen wir an rüber zu bauen. Das ist ja das Schöne bei Staxel. Man kann ja nicht einen schrägen bauen. Aber. So. Der habe ich jetzt. Ich glaube, ich habe es so gebaut. Oh, fuck. Gut, dass es keinen Fallschaden gibt. Ja, dann müssen wir noch einen höher und dann will ich es zumachen. Ein schönes großes Tor. Ja. Das mit dem da hochklettern, ne? Das ist so. Das funktioniert so gut. So. Das, ja. So. Können relativ weit bauen, das gefällt mir. Es sieht halt jetzt extrem scheiße aus, weil da oben dieses eine Ding mit drauf ist. Das muss ab. Müssen wir eher Half-Slabs drauf machen, dass wir halt so ein. So runtergehen, wie so eine schöne, schräge Scheune, wie sich das halt gehört. Gut, unsere Kühe haben eh beschlossen, dass das nicht der richtige Ort für sie ist. Aber hey, das will ich ja keinem ins. Das sieht doch hier schon. Das sieht auch schon ein bisschen ordentlicher aus. So. Hier auch schon die nächste Reihe machen an Holz. Und vor allem können wir, glaube ich, schlafen gehen, damit wir morgen endlich Kürbis ernten können.
Laut dem Internet dauert das ja 8 Tage, bis die gar sind. Sie haben den allerersten Tag gepflanzt. Heute ist schon der 8., aber sie waren ja immer noch nicht richtig, also noch nicht reif. Nicht richtig klingt irgendwie so ein bisschen falsch in dem Zusammenhang. Keine Ahnung. Finde ich zumindest. Ach, Mildred, komm mir ein bisschen näher. Wächst prächtig. 8 Tage, ich geb dir 8 Tage Internet. Oh, aber wir dürften schlafen gehen können. Gut, wir machen Schläfchen. Pflanzen, die zum Pflücken bereit sind, haben einen grünen Tag. Geht das mit allen Haustieren? Oder sind Kühe keine Haustiere, sondern Nutztiere? Gut, letzter Tag von dem Fest. Müssen wir ausnutzen. Bald ist Winter. Rosi? Rosi ist glücklich, das ist schön. Rufus? Rufus ist zufrieden. Endlich ist Rufus wieder zufrieden. Gott sei Dank. Unsere Kürbisse sind ziemlich groß geworden. Das gefällt mir. Mildred strahlt Freude aus. Mildred, willst du uns so ein bisschen Milch geben? Ja. Danke, Mildred. Ida ist auch glücklich. Wunderbar. Annabelle, du bist ein bisschen abgekommen vom Weg und kackst hier einfach in die Gegend. Ja, aber bist auch glücklich. Das ist doch schon mal schön. Gibst du auch Milch? Komm mal mit. Komm. Gut. Sieh, Stiefel, lieber woanders hin. Ist schon kommen, wir werden irgendwann die Kuh am Strand melken. Aber erstmal ernten wir Kürbisse. Flop. Flop. Kürbisse für uns. Das ist wunderbar. Kürbisse. Tralala. Bam. 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 Das ist ein Selbstglückfeld. So. Und Kürbis und Kürbis und Kürbis und Kürbis und Kürbis und Kürbis. Haben wir einiges an Kürbisse produziert, würde ich mal sagen. So. Und ich bin mir überlegen, ob wir die Bonbons noch gegen hier magisches Wasser eintauschen. Weil gemacht haben wir sie jetzt eh. Oder behalten. Vielleicht behalten wir es auch einfach. Als Erinnerung. Gut, wir haben Kürbisse gesammelt. 50 Stück. 5 davon will Ria haben, um uns zu zeigen, wie das mit der Kürbislaterne funktioniert. Ja. Machen wir einfach mal. Ein Geist. Nee, das ist nicht Ria, die uns das sagen will. Er hat vorhin gemeint, wenn man oft genug fragt, dann sagt er irgendwann was. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, komm schon. Antworten. Ria, bist du das? Husch, geh weg. Ja, ich bin ein Geist. Du kannst mich nicht sehen. Okay. Sehe den Geist nicht. Der ist unsichtbar, durchsichtig und dementsprechend. Moment. Wir fragen uns bei beiden, ob es Ria ist. Das heißt, einer von beiden ist gar nicht Ria. Oh, Selig. Hi. Es macht immer viel Spaß, dieses Fest zu veranstalten. In manchen Jahren ist es etwas betriebsamer als in anderen. Aber es macht mir immer unglaublich viel Freude, die Zeit. Ja, ich habe Kürbisse. Oh ja. Diese Kürbisse eignen sich perfekt. Mia! Kann ich sie nehmen? Bitte sehr. Okay, gut. Hier, ich nehme dir das schnell ab. Mia! Du kannst diese Kürbisschnitzstation nutzen, um Kürbisse zu schnitzen. Wie du bemerkt hast, habe ich dir nur 4 Kürbisse abgenommen. Warum probierst du es nicht einmal selbst bei dem Kürbis aus, der jetzt noch übrig ist? Du kannst eine Kerze hineinstellen und so hast du dann eine schöne, gruselige Dekoration. Oh, diese Kerze ist einfach umgefallen. Wie oft gedenkst du das jetzt noch zu wiederholen? Mia! Ich habe noch nie von dieser Ria gehört. Ich bin nur der Bote des Pumpkin. Was kann ich für dich tun?
stelle etwas für mich her. Was soll ich basteln? Pumpkin Cutter. Anscheinend hast du keine Kürbislaterne für mich. Komm wieder, wenn du eine hast. Mia! Gut, dann rennen wir jetzt ganz schnell hinter, bauen da unsere Kürbis. Wobei, die können wir auch. Wir bauen die einfach hier auf. Wir können die ja jederzeit wieder abbauen, hoffe ich mal. So. Dann tun wir hier unseren Kürbis drauf. Oder einen Kürbis drauf. Das sieht irgendwie falsch aus. Wir haben einen Kürbislaterne. Sehr gut. Müssen nicht mal eine Kerze reintun. Guckst du mal hier. Bla bla bla, das macht Spaß. Ja, das wissen wir alles schon. Viel Freude. Ja, was kann ich für dich tun? Was denn das? Ich will die Pumpkin-Kappe. Oh, das ist völlig ausreichend. Ja. Warte mal kurz. Und bitte sehr. Aber vergiss nicht, das macht dich noch lange nicht zu einem echten Boden, das Pumpkin. Also bilde dir ja nichts ein. Mia! Aber kann ich die Kappe aufziehen? So, wir checken jetzt was. Wir checken jetzt ganz kurz was. Die Pumpkin-Kappe. Oh, wir können keine Klamotten verkaufen. Oder geht es nur hier drüben vielleicht? Okay, das geht generell nicht. Okay, wo sind unsere Kürbisse? Wir checken kurz den Wert. 14.720. Wir holen den Taschenrechner raus und kalkulieren sorgfältig weiter. Der Taschenrechner sagt... Boy, 14.720. Für 46 Kürbisse bedeutet das, dass ein Kürbis 320 Blütenblätter wert ist. Oh, ich sehe gerade, Folge ist schon vorbei. Ich muss sagen, ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ihr dürft uns auch abonnieren. Haut rein, habt einen schönen Tag und bye, bye.